Das hier ist auch nur so eine Meh-Idee, die ich hier hatte. Weg. Das und vor allen Dingen, ihr dürft einfahren in die Kreuzung, aber bitte. So. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Problem gelöst. Jetzt gehen wir nämlich vom Hauptgrid. Wie sieht das eigentlich aus? Es knickt langsam zusammen. So, jetzt wird auch hier rausgefahren. Sehr schön. Verkehrsprobleme lösen sich leicht. Dreh noch die Beschleunigung hoch. Ja, beschleunigt doch schon so oder so asozial. Also, ich finde schon, dass der ganz schön schnell ist. Na, 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 Der wird auch nicht komplett geflutet, wie ich erst erwartet habe. Die meisten fahren immer noch mit der Bahn. Obwohl, der kriegt die auch nicht alle weg. Ah, wir brauchen, glaube ich, zwei Fahrzeuge. Nee. Liniendetails. Fahrzeug. Ich warte aber noch gerade, bis der da ist. Warte. Fahrzeug hinzufügen. So, oh, diese scheiß Drecks-Dingen. Discord-Overlay. Okay, das hätten wir auch schon wieder. Verkehr löst sich langsam auf. Ich frage mich halt, warum die alle wieder in der Spur unbedingt reinfahren wollen. Ich habe aber eine Idee. Zack, Ampel drauf und gib ihm. Weil rechts abbiegen ist ja immer erlaubt. Und interessanterweise interessiert sich keiner für eine Ampel. Jetzt. So. Wie sich das hier instant entwickelt hat. Hier mache ich jetzt aber mal eine U-Bahn hin. So. Vor die Mini-U-Bahn. Reicht aber. So. Das. Mehr brauchen wir ja nicht. Nur damit kriegen wir halt die Leute hier rein und dann können sie mit der Monorail reinfahren. Mit der Dingens. Natürlich immer noch live, kennst mich doch. Wie lange sind wir denn schon dran? Gerade mal 2 Stunden 20. Hallo? Lange mache ich aber auch nicht mehr.
Sehr schön. Wie viele Gebäude hier kaputt rumstehen, ey. ...1000 brauche ich? Holy shit, ey. So, Verkehr ist aber generell deutlich besser geworden. Wo sind wir denn? 74%. Das hier hat sich auch aufgelöst. Interessanterweise werden meine Ampeln immer noch ignoriert. Ah, ich weiß warum. Weil reinfahren erlaubt ist. So. Jetzt kann das nämlich immer räumen. Und der Kreisverkehr läuft nicht so extrem voll. Perfekt. Jetzt haben wir nur immer noch das bekannte Problem mit den Güterbahnhöfen. Da kenne ich aber auch einen guten Trick. Man setzt hier einen Zebrastreifen hin. Und hier auch nochmal und hier auch nochmal. Dann geht man nämlich hier rein und sagt, Fahrzeuge verboten. Und zwar LKWs und Autos auf der Seite und Autos und LKWs auf der Seite. So, und jetzt haben wir nämlich keinen Durchgangsverkehr. Die müssen jetzt alle abbiegen. Und jetzt haben wir nur die Fahrzeuge, die hier auch diesen Bereich rein wollen. Oder rauskommen. Jetzt kommen die aber gar nicht rein. Jetzt ist es nur Ausgang und kein Reinfahren. Das ist auch kacke. Fuck. Ja, ich habe nicht gut genug nachgedacht. Es ist doch kein guter Trick. Fuck. Was ist denn, wenn ich das hier zumache? Verschwindet ihr dann oder fahrt ihr trotzdem noch drüber? Nee, jetzt fahren sie nach da raus. Warum läuft denn jetzt Musik, die nicht in der Playlist ist? Das verstehe ich nicht. So. So ein Schwachsinn. Jetzt ist der aber trotzdem erreichbar. So. Jetzt kann sich der Verkehr hierüber verlaufen. Sehr gut. Schon wieder volle Nachfrage nach Gewerbe. Das kann doch gar nicht sein. Wie viel Gewerbe soll ich denn noch bauen? Naja, ist halt so, ne? Wat mut, dat mut.
Boah, wir bauten hier ein Windrad hin, echt. So. So, jetzt beiße ich mir mit meiner Restriction hier gerade selber in die Beine. So. So, jetzt kann es wieder in zwei Richtungen abfließen. Wie viel Betrieb hier ist. 691, kommt die Schwebebahn überhaupt mit? Da ist eine. Hier stehen 500 irgendwas Leute. Nur hier. Nee, sonst kommt es eigentlich ganz gut mit. Nur an dieser einen Haltestelle ist immer irgendwie alles voll. Okay. Alles ja gut. Aber wie schnell so zwei Gebiete zusammenwachsen, ne? Ihr versaut mir hier wieder einen ganzen Salat. Ich war müde. Ich mache auch gleich Schluss. So. Jetzt habe ich hier noch ein Sieb. Warte. So. Und go. Und die Schotten sind offen. So ein Arschloch. Verpiss dich. Macht nur Probleme. Echt. So, das löse ich mal anders. Da muss irgendwie eine generelle Lösung hin. Aber trotzdem. Die beiden hier triggern dich. Hör mal, fahrt doch endlich rein in die Kreuzung, dann läuft der Verkehr hier auch. Ganz einfach, so. Zack, 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 ding, 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 dann läuft das auch ab auf einmal. Obwohl ich es mir auch nicht wieder nehmen lassen kann, hier sowas hier zu machen. Pass auf, diese sogenannten Mini-Slips.
So nenne ich sie zumindest. Mini-Slips. Also nicht Damen-Slips. So. Sogenannter Mini-Slip, damit kommt man direkt auf die Autobahn. Das ist der Zack. Müssen sie nicht hier erst durch, wenn sie hier vom Cargo Airport kommen, sondern wupp, drauf auf die Bahn und gib ihm. Sogar mit Auffahrt. Ja, doch, warte. Als Auffahrt gebaut hier. Mit Beschleunigungsstreifen. Eieiei. Und damit entlaste ich halt hier die Ausfahrt allein schon. Boah, was ist das für ein Mist hier? Hier wollen so wenige rein und raus, also Schotten auf und los geht's. Und dann kommt mal von hier Verkehr und dann fahren sie nicht, kommen sie nicht durch, wenn sie mal hier drüber fahren. Das will ich ja verhindern, dass die hier durchfahren. So. Und das ist jetzt wieder so wenig Traffic geworden, dass wir hier die Ampel eigentlich wegnehmen können. So, zack, läuft. Oh, fuck. Ah, läuft doch nicht. So, hier biegen auch welche in die Richtung ab. Dann machen wir hier mal eine Zweier-Ausfahrt draus. So. Das muss was weiter weg. Falscher Modus. Das muss was weiter weg. Na, na, einmal neu sortieren. Dankeschön. Und der Industriebedarf geht weiter hoch und die Population lässt wieder nach. Mindestens ist das Gewerbegebiet hier ordentlich besucht. Das sieht man ja auch. Warum wollt ihr hier alle wenden? Oh, ihr Schweine, die fahren hier. Oh. So, und tschüss. Weiter geht's. Nichts mehr mit Wänden hier. So. Der Verkehr hat sich jetzt langsam gelegt. Das hier fängt sich gerade langsam. Und danke, dass man mal drauf achtet, auf Kreisverkehr hat Vorfahrt und so, ne? Ja, was machst du hier? Du bist ja... Achso, nee, ihr fahrt in die richtige Richtung. Ups.
Ja, das sind noch ein paar verkehrliche Komplikationen. Ach du Scheiße, das läuft ja auch voll. Wir sind am gleichen Ausgangspunkt wie vorher. Scheiße. Ja, dann machen wir wieder... Würde ich sagen, machen wir noch so einen Mini-Slip hier rein. Pass auf. So, zack, bumm. Wupp, 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 wupp. Und los geht's. Und mach die Ampel da weg. So. Viel schöneres Gewerbegebiet als vorher, finde ich. Hier läuft auch noch alles. Ja, genau. Mal ein bisschen leer, aber... Oh, was hier los ist, ey. So. Ja, du machst auch eine sinnvolle Fahrt hier. Ein Paket hinten drauf. Okay. Ja. Einiges geschafft, würde ich sagen, ne? Meine Damen und Herren. Ich würde sagen... Wir machen mal Schluss für heute. Genug gezockt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Waren ja doch noch einige da. Wir sehen uns beim nächsten Mal in City Skylines. Und, ja. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.